Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück in unserer wunderschönen Stadt Tropizia in Cities Skylines. Und ich habe die Nacht für euch übersprungen, wie sollte es auch anders sein. Und deswegen gehen wir heute auch direkt ans Bauen. Flupp. Ja, wir sind jetzt bei 22.000 Einwohner. Oh, da müsste doch bald eigentlich genau 24.000 Einwohner die Metropole. Wir haben nur noch zwei Milestones. Boah. Krass. Und ich glaube, theoretisch genug Platz, dass wir nicht hier auf diese Inseln ausweichen müssten, werden wir aber wahrscheinlich tun. Also will ich zumindest. Ist das da draußen gerade Donner, was ich draußen höre? Egal. Ich habe mir gedacht, wir sind momentan eigentlich nicht wirklich, wir brauchen nicht unbedingt Schulen momentan. Haben mir aber gedacht, gerade für die Leute hier ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier noch eine Grundschule und eine Oberschule vielleicht an diese Straße hier oder hier unten ran platzieren. Deswegen baue ich hier einfach mal eine Oberschule. Und passt die, guck mal, die passt hier schön hin, die Grundschule. Dann will ich mal gucken, wo hier die nächste Arztpraxis ist. Die wäre dort. Vielleicht mache ich hier mal irgendwie so ein... Noch eine Sauna? Na, die hat so einen kleinen Radius. Gibt es nicht irgendwas mit größerem Radius? Wie teuer bist du? Oh, der Swimmingpool, der ist natürlich teuer. Aber ich glaube, wir haben das Geld momentan. Wir haben das Geld, um hier einen Swimmingpool zu bauen. Aber der ist da eigentlich ein bisschen verschwendet, wenn wir mal ehrlich sind, weil nach rechts kommen ja eigentlich hier gar keine Einwohner. Deswegen machen wir den doch hier hin. Tada! Also jetzt habt ihr unten kein... Oh doch, die Stromverbindung ist geblieben. Sehr schön. Dann probiere ich mal noch was. Ich baue jetzt noch mal einen Bus. Und zwar, ja komm, nehmen wir mal hier die erste und... Ich meine, Hoffnung habe ich ja jetzt keine, aber... Eine Buslinie nur... für den Zoo. Denn auch beim Nachtüberspringen hat er immer noch genau 0 Besucher. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Es ist ein Graus. Dennoch nicht vergessen, hier einfach weitere Wohnhäuser zu bauen. Komm, machen wir hier noch was hin. Eigentlich machen wir hier überall was hin, ist ja klar, aber... Ja, komm. Einmal alles durchzonen. Wird schon passen. Ups, nee, da unten an der Straße nicht. Wupp. Und damit wird auch dieses Gebiet hier bald vervollständigt sein. Wie sieht es denn jetzt aus so mit Parkabdeckung und so weiter? Das sieht eigentlich ganz gut. Oh, ja, hier ein bisschen, aber... Kannst nicht alles haben, ne? Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld auf der Tasche. Das heißt, es wäre ja vielleicht auch ganz interessant, was wir hier noch machen würden. Bin mir hier auch noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich gehe mal hier hin. Ich mach mal hier so eine Kurve und ich will irgendwo ungefähr hier hinkommen. Kann ich? Ja, aber ich glaube, das sieht nichts aus. Doch, das, da bin ich. Da gehe ich mit d'accord. Und schub dich. So.
Und irgendwo hier kommt halt noch die nächste Autobahnabfahrt. Und dieses ganze Gebiet hier muss dann irgendwie über diese beiden Autobahnabfahrten versorgt werden. Ich meine, wir haben hier auch noch die Straßenbahn. Achso, ich habe gerade mal, während ich die Nacht übersprungen habe, geguckt. Also unsere U-Bahn wird definitiv angenommen. Jetzt nicht so viele, wie ich vielleicht erwartet hätte, aber doch schon eine ganze Menge. Und dann haben wir hier natürlich noch ja, die Straßenbahn. Teilweise so zur Hauptpeakzeit haben die bis zu 1000 Besucher. Und ja, die Busse, die sind halt. Boah. Die existieren halt. So, hier steht ein Auto. Ist der vielleicht im Park? Nein. Guck mal, da kommt der Bus zum Wenden. Und niemand steigt aus. Skandal. Skandal im Schwerzen. Hier können wir ja auch noch ausbauen. Die müssten ja eigentlich auch dank dieses großen Parks hier direkt kein Problem haben. Ich habe gerade gedacht, weil hier wäre ja zum Beispiel so ein einziges Feld, wo sich vielleicht ein. Komm, ich nehme mal hier raus, so direkt hier an diesem Park will ich nichts. Hier vielleicht schon, dann können wir hier noch irgendwas hinbauen. Ist das gewollt, dass ich hier verbunden bin? Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Boah, guck dir das mal an. Wo laufen die denn hin? Ach, die laufen zur Schule, nicht wahr? Ja, aber nicht alle. Doch, doch. Ja gut, dann viel Spaß in der Schule. Haben wir denn hier irgendwo einen schönen Turm? Ah, der ist mir zu groß. Eher nochmal so einen vergleichbaren wie der andere Turm, den wir da haben. Oder hier irgendwie sowas? Nee. Er ist schon zu mächtig. Opernhaus wäre natürlich noch sowas, so diese ganzen Sachen, die ich hier bauen möchte. Was ist denn das für? Guck mal, der Turm sieht doch hier vielleicht ganz interessant aus. Was bist denn du? Meer und Wolkenkratzer. Ich baue den mal hier hin. Hier soll einfach so ein bisschen so was in die Richtung kommen. Wobei ich für diese Fläche hier auch noch was geplant. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe nämlich vor, so was Ähnliches wie eine Rennstrecke zu machen. Ich habe nicht die richtigen Assets dafür. Dann sage ich gleich, aber warte mal, wir haben doch hier, das sind ja relativ breite Straßen und die hat Zoning. Deswegen machen wir hier mal die Straßenvorgaben aus. Nehmen diese dünne hier. Das wird keine große Rennstrecke, aber wir probieren mal, wie es läuft. Ja, ich sollte hier eigentlich irgendwie. Warte mal. Ich mache mal dieses Ding hier ein bisschen anders. Ah, ich hätte jetzt schon gerne nochmal die Straßenvorgaben. Hier gibt es einfach so eine kleine Nordschleife. Was laber ich hier eigentlich? Nee, so hoch kannst du das nicht.
gut, ist jetzt zwar hier eine etwas steile Rampe, aber das akzeptieren wir jetzt einfach mal. So. Dann weiß ich jetzt immer noch nicht so genau, wie ich das mache. Ich sag einfach mal... Hey. Das ist die Startgerade. Ich weiß, da sind jetzt Laternen und so weiter dran. Das bitte ich jetzt einfach mal zu ignorieren. Ne? Wenn man das jetzt so macht. Das ist unsere... Ich meine, das sieht jetzt aus wie ein Parkplatz, aber das ist natürlich unsere Start, unser Start. Und dann hätte ich hier irgendwie... Genau, wir lassen hier... Hier können wir ja irgendwie eine schöne breite Kurve reingehen lassen. Und hier irgendwo, sagen wir mal, ja, hier geht's in die Boxengasse. Na, das geht natürlich hier nicht. Vielleicht nehmen wir hier auch eine andere Straße. Vielleicht tut sich ja hier dann eher so was. Ich probiere mal gerade, wie das aussieht. Nee, da brauchen wir ja, wenn, dann das hier. Haben wir dann hier unseren großen Parkplatz. Ich glaube, diese Straße ist einfach hier auch hemmungslos zu breit. Das heißt, wir removen das hier auch mal. Ach Gott, ich muss immer überlegen. Ach, wahrscheinlich auf dem Knopf. So, und von hier aus wieder auf die sechsspurige. Vielleicht mache ich die auch zur Autobahn später. Das ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlich, dass ich die zur Autobahn mache. Und dann gehen wir hier so einen Schlenker. Jetzt hätte ich gerne eine schmalere Straße. Hier bei den Autobahnen. Achso, warte mal, ich mache erstmal hier. Die Boxengasse wieder rein oder so. Und jetzt, ich glaube, wir arbeiten hier eher ein bisschen mit den Straßen hier. Und auch hier würde ich sagen, du kommst dann hier aus der letzten Dings raus und dann wird die Straße wieder ein bisschen breiter. Aber ich glaube, das geht jetzt eh alles kaputt. Beim Versuch, Autobahnen hier reinzubauen. Doch, das ist draußen am... Ah, warte, hier brauche ich... Hier brauche ich definitiv die hier. Dann gehen wir aber wieder auf die Autobahn. Ab hier ist alles wieder Autobahn. Schön breit. Und hier gehen wir auf die vierspurige.
Ich meine nicht, dass das irgendwie Sinn oder Auswirkung hat letztendlich, aber cool, das ist draußen wirklich am Gewittern. Ich mag Gewitter, und ihr? Hey, guck mal hier, so, machen wir das so. Dann brauchst du natürlich irgendwo eine Verbindung auf oder zwischen der Rennstrecke. Und dann will ich immer was gucken. Wir haben doch hier Depot für Sightseeing-Busse. Das klingt für mich so etwas wie, das würde in der Box oder an der Box oder so stehen. So. Beschwer dich mal nicht so über das Ding. So. Jetzt bräuchten wir halt eigentlich nur noch Sightseeing-Busse, die aussehen wie Formel 1-Autos. Aber ich befürchte, das kriegen wir nicht hin. So, ich mache jetzt hier mal in der Box 50. Und ansonsten kriegen die hier komplett unbeschränkt. Hä? 100, 100? So, weil hier ein Straßenwechsel ist, ja. So, und hier müssten eigentlich theoretisch gleich sehr, 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 sehr viele Busse fahren. Ja, das könnten vielleicht auch zu viele Busse sein. Warte mal. Ich glaube, ich muss das anders machen mit der Streckenführung. Das ist... Steht das unter den normalen? Oder seid ihr die Sightseeing-Busse? Nein, 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 nein. Nur hier. So, warte mal. Ich mache das jetzt mal so. Eine startet hier, fährt so. Die andere startet hier, fährt so. Einen lassen wir mal noch hier starten. Ja, ich wünschte, ich könnte auf die andere Straßenseite hier was setzen. So, da fahren sie wieder ins Depot zurück. Schauen wir mal, wie das jetzt ist. Jetzt fällt hier auf jeden Fall mal was. So. Ist natürlich alles noch nicht fertig. Ich gebe den jetzt auch einfach mal Strom.
Ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, wie ich das mache, Leute. Ihr dürft nochmal alle raus. Die Folge wäre jetzt eigentlich vorbei. Ich wollte auch gerade schon anfangen abzumoderieren. Aber dann ist es mir eigentlich gerade gekommen. Jetzt ist es mir gekommen. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir müssen diese Haltestelle hier... Es muss sechsspurig bleiben. Ich kann es nicht sechsspurig machen. Kann ich es fünfspurig machen? Nein. Kann ich es vierspurig machen? Ja. Gut, dann werden wir nicht alle Spuren benutzen können. Aber ich würde sagen, wir starten in der Box. Von der Box dürfen sie nur auf die rechte Spur fahren. Wie war das? Shift S? Ne, Steuerung S? Ja. Ihr dürft nirgends eure Spur wechseln. Außer... Okay, das sieht einfach nur so ein bisschen verschoben aus. Aber das heißt, die sind immer noch auf der Innen. Hier. Zack. Oder, ja, Innen kann man ja nicht sagen. So, und hier kommt der Moment, wo sie... auf die Strecke rauf dürfen. Oh, wir sind eine Metropole. Krass. Ah, die Folge hat Überlänge, ne? Das ist schwachsinnig, wenn ich mir das jetzt alles hier zurecht mache. Warte mal. Ich sollte nicht alle Spuren auf einmal hier machen, sonst habe ich jetzt zum Schluss keinen Überblick mehr, was ich da irgendwo gemacht habe. Und dann... So. Also. Die kommen hier raus. Und hier müssen sie auf der Spur bleiben. Hier müssen sie auf der Spur bleiben. Hier müssen bleiben. Ich will halt möglichst viele Busse haben, die keine Spuren wechseln müssen. So dass sie möglichst viele Busse am Stück durch dieses wunderschöne Dings fahren können. Boah, da wisst ihr blöd dabei und die Folge wird viel zu lang, sage ich euch. Okay, ihr versteht ja das Prinzip. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und in der nächsten Folge habe ich das hier mit den Spuren fertig. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.